Hallo, ich bin der Kirk und ich bekämpfe Ungenauigkeit. Ich bin beruflich ein Mathematiker und ich arbeite mit dem mathematischen Rechenprogramm. Aber zu Hause bin ich ein Hobbykoch und ich koche gern für meine Verwandtschaft. Darum ist mein Schwager Kevin oft dabei. Er ist ein guter Mann. Er möchte immer in der Küche helfen. Das Problem ist, dass er ein fauler Mann ist. Er ist immer mit Kochenrezepten ganz ungenau. Und mit manchen Rezepten ist das ein Problem. Einmal wollte ich einen Topfenkuchen backen. Topfenbünki, wenn man auf Salzkammer gut ist. Kevin war dabei und das Problem war, dass er viele Fehler gemacht hat. Zum Beispiel, er wollte nicht die Topfen abwiegen. Er hat nur abgeschätzt, wie viel wir beigeben sollten. Mit den Eiern hat er zu viel Eiweiß beigeben, weil er nicht die Dotter von den Eiweißen trennen wollte. Und er hat beim Backen immer mit der Backtemperatur gespielt. Ich musste das immer niedriger einstellen. Und darum, was passiert ist, dass am Ende wir keinen Topfenkuchen bekommen haben. Wir haben etwas, das mehr wie ein Mauerziegel bekommen haben. Es war schwer, es war braun und es war trocken. Es war eine Abscheulichkeit. Und ich habe gesagt, Kevin! Aber in Wirklichkeit liegt das Problem nicht am Kevin. Seine Faulheit ist tief eingebaut und unvermeidbar. Das Problem liegt an dem Rezept. Es ist auf Kevin zu empfindlich. Was konnte ich dagegen tun? Eine Möglichkeit ist, dass ich nur Aufläufe mit Kevin mache. Wenn man einen Auflauf macht, kann man immer mit den Zutaten ein bisschen ungenau sein. Was man am Ende bekommt, ist trotzdem ein Auflauf. Es wäre immer ein bisschen anders sein, aber es wäre trotzdem ein Auflauf. Aber Aufläufe sind langweilig. Ich möchte den Topfenkuchen backen. Darum muss ich das Rezept des Kuchens umschreiben. Zum Beispiel, ich muss davor den Topfen abwiegen, sodass wir die richtige Menge haben. Ich muss davor die Dotter von den Eiweißen trennen, sodass wir die richtige Menge von beiden beigeben. Und ich muss vielleicht ein Gefäß befüllt mit Wasser in den Ofen legen, sodass die Temperatur ein bisschen stabilisiert wird, wenn er damit spielt. In meinem Job mache ich dasselbe. Ich bekämpfe dasselbe Problem. Mathematische Rechenprogramme sind wichtige Werkzeuge für Wissenschaftler und Ingenieure. Und wie in der Küche haben wir mathematische Rezepte. Die heißen Algorithmen. Ein Algorithmus ist einfach eine Liste mathematischer Schritte, die beschreiben, wie wir was Kompliziertes ausrechnen. Und wie Kevin mit einem Rezept ist der Rechner auch ungenau. Aber statt Faulheit ist Rundung in dem Rechner eingebaut. Der Rechner muss jede Zahl runden und das kann ein Problem sein. Der Rechner ist ein mathematischer Kevin. Was meine ich? Bei jeder Rechnung bekommen wir ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist einfach eine Zahl. Und so wie diese Zahl. Und die Zahl hat viele, viele, viele Ziffern. Und das Problem ist, dass der Rechner nicht alle die Ziffern speichern kann. So, wir bekommen Ergebnis, wir bekommen Ergebnis, wir bekommen Ergebnis, wir bekommen Ergebnis und so weiter. Und dann können wir nicht mehr beigeben. Und dann muss der Rechner runden und das Rest auswerfen. Wenn ein Algorithmus darauf empfindlich ist, so auf die Rundungen empfindlich ist, bekommen wir als Endergebnis Schrott. Nicht etwas Unsinnvolles, das nicht Sinnvolles ist. Sinnlos, ja. In der Küche ist die Folge nur, dass wir einen Schirchenkuchen bekommen. Aber in der Wissenschaft ist es ganz schlimmer. Zum Beispiel, wir machen eine Simulation und wir bekommen falsche Resultate und
die Untersuchung ist ganz ruiniert worden. Aber noch schlimmer ist, wenn wir einen Algorithmus in eine Raumsonde verwenden, dann wird die Raumsonde abstürzen. Das war eine Raumsonde. Und was ich in meinem Job mache, ist die mathematische, so mein Job ist, in die mathematische, ist die mathematische Algorithmen zu analysieren und umzuschreiben, sodass sie darauf unempfindlich sind. Und mit der Mathematik können wir uns versichern, dass es so ist, dass das ein Algorithmus nicht empfindlich ist auf Rundungen. Also, ich bin der Kirk. Ich bekämpfe die Kevins. Die mathematische Kevins und die menschliche Kevins. Um die Sicherheit des Topfenkuchens und der Rechnungen des Landes Oberösterreichs zu gewährleisten. Vielen, vielen Dank. Thank you.